Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film. Und es behandelt immer noch seit November schon Ernst Lubitsch. Schnell wie der Witz. Die Filme von Ernst Lubitsch ist der genaue Titel. Und damit beschäftigen wir uns heute. Das ist auch was ganz Tolles. Ist wirklich einer der großen Klassiker aus seinem ohnehin schon klassikerreichen Oeuvre zu sehen. Trouble in Paradise. Dass dieser Film jetzt heute mit diesem Titel einen Tag vor der Amtseinführung von Trump läuft, war tatsächlich Zufall, finde ich aber doch sehr schön an dieser Stelle und wollte ich mal anmerken. Trouble in Paradise. Der Film ist ein großer Klassiker, aber die Kopienlage ist eigentlich sogar weltweit ziemlich schlecht. Das ist auch was ganz Spannendes, können wir vielleicht auch mal nachher nochmal drüber reden, wie das, warum das vielleicht so ist. Wir haben eine jetzt doch ganz gute Kopie bekommen, eine 16mm Kopie, und zwar aus Hamburg von der Kinemathek. Dazu muss man aber sagen, die darf dann auch nicht gekoppelt werden. Das sind zwei Akte. Dementsprechend wird dann so in etwa in der Mitte des Films eine ein- bis zweiminütige Pause sein, wo unsere Vorführerin die Rolle dann wechseln muss. Also das ist dann kein Fehler oder so, sondern das ist tatsächlich der einzige Weg, um den Film so abzuspielen, dass er danach keinen Schaden nimmt. Aber das wird unser Vergnügen hoffentlich nicht schmälern, denn es ist ein ganz wunderbarer Film. Wir werden ihn im Original sehen. Das ist auch etwas, was uns sehr, sehr am Herzen liegt und was dann eben auch hier klappt. Leider musste die Referentin, vielleicht haben Sie es gelesen, für den heutigen Tag, Ute Holl, kurzfristig absagen. Sie lässt sich entschuldigen, aber, und das ist auch ganz toll, wir werden trotzdem etwas über diesen Film erfahren, denn gleich wird Rembert Hüser von der Goethe-Universität ist eingesprungen und wird einen Kurzvortrag dazu halten, eine Viertelstunde, ein bisschen was, und dann werden wir danach noch diskutieren. Das ist ganz toll und dafür schon mal an dieser Stelle herzlichen Applaus, dass du das machst. Danke dir, ganz kurzfristig. Ja, es ist ja auch eine Kooperation zwischen Goethe-Universität, dem Exzellenzcluster für normative Ordnungen an der Goethe-Uni und dem Deutschen Filminstitut. Es ist toll und wir werden das noch bis Juli tatsächlich weiter fortführen, wahrscheinlich weitgehend im Zwei-Wochen-Takt, dass wir hier Lubitsch zeigen. Und auch das Begleitprogramm möchte ich Ihnen ans Herz legen, Sie kennen das wahrscheinlich. Mal mittwochs und samstags ist das und jetzt in diesem Monat wirklich noch ein echtes Highlight. Max Reinhardt hat einen Film in Hollywood gemacht, A Midsummer Night's Dream, ein Midsommernachtstraum. Er ist derjenige, der Lubitsch entdeckt hat. Im Alter von 19 Jahren hat er ihn an das Deutsche Theater in Berlin geholt als Schauspieler. Und Lubitsch war so geprägt von ihm und seinem Werk. Er hat dort auch Sumurun gespielt. Das ist dann auch wieder spannend. Sumurun ist dann ein Film, den Lubitsch selber dreht. Das ist seine letzte Schauspielrolle, wo er dann mitgewirkt hat. Also kann ich ihn nur ans Herz legen, sehr, sehr selten zu sehen. In diesem Film hat dann der gute Max Reinhardt auch wieder tolle Stars entdeckt, nämlich sind die ersten Rollen von Mickey Rooney und von Olivia de Havilland. Auch das lohnt sich also sehr. Genau, und bevor ich jetzt da zu viel rede und wir heute Trouble in Paradise jetzt wirklich genießen wollen, begrüßen Sie mit mir Rembert Hüser und viel Spaß. Ja, hallo, danke Urs und danke fürs Kommen. Wie gesagt, ich bin kurzfristig eingesprungen, das ist ein etwas improvisierter Text, aber ich wollte einfach Trouble in Paradise nicht einfach so stehen lassen, das ist ein alter Lieblingsfilm von mir und ich dachte irgendwie, ist zumindest so eine Art Mini-Anstandsgeste, dass man dann so zwei, drei Worte dazu sagt. Also es ist so ein bisschen zusammengesucht aus verschiedenen Sachen, also ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Trouble in Paradise ist ein Film um drei Ecken herum. Müll, Architektur und Handwerk vom Allerfeinsten. Handwerk, das so gut ist, dass man es nicht einmal mehr sieht und merkt. Nimmt man das zusammen, ergibt das einen veritablen Liebesfilm. Persönlich mein Liebster. Um diesen Film besser zu verstehen, ein Film besteht schließlich nicht nur aus Bildern, würde ich schon mal die Lektüre von drei Büchern empfehlen. Michael Thompson, Die Theorie des Abfalls, über die Schaffung und Vernichtung von Werten, Helmut Lehten, Verhaltenslehre der Kälte, Lebensversuche zwischen den Kriegen und die Kriminalromane von Walter Serner. Am besten gleich alle 100. Zum Blauen Affen, der Isabelle Hengst bzw. der Elfte Finger, der Pfiff um die Ecke, die Türkische Straße und auch die Tigerin. Aber der Reihe nach. 1932 war Lubitsch in einer Situation, die ihm bekannt vorkommen musste. Auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise dreht er ein Inflationskino über Kapitalismus und abhandengekommene reale und alberne Werte. Schon in der Austernprinzessin 1919 hatten sich der traditionelle Adel, dem seit dem Ersten Weltkrieg in Deutschland jegliche Grundlage fehlt, es gibt ihn ab sofort nur noch als Fantasie, als Geste, und der amerikanische Geldadel, dem das kulturelle Kapital, die repräsentative Fantasie von Hunderten von Jahren fehlt, in Berlin zusammengerauft und zu ergänzen gesucht.
Jetzt, 10 Jahre nach Lubitschs Arbeitsplatzwechsel ins amerikanische System im Jahr 1922, erleben Prinz Nuki und Ossi aus Walda, Quaker, unter anderen Vorzeichen in einer anderen Geschichte ihre filmische Wiedergeburt als Lilly und Gaston und das immer noch in Europa, in Venedig und Paris. Wieder geht es um die Inszenierung von Klassenunterschieden, die überbordende Macht des Geldes, den gesellschaftlichen Auftritt und seine Rituale. Diesmal allerdings verfeinert er darum, Situationen zu begreifen, die Contenance zu wahren, Konversation zu betreiben, Sehnsüchte auszubeuten, Geschichten abzukaufen und Tricks zu beherrschen, mit denen man Geld machen und sich gegenseitig ins Bett kriegen kann. Verlieben ist nicht unbedingt vorgesehen, kann aber passieren. Und erschwert dann die Arbeit. Das heißt, vor allem geht es um Überlebenstricks. Um das ehrbare Geldverdienen der Hochstapler, Taschendiebe und Betrüger im kapitalistischen Pfui-System. Und es geht immer auch um Film, darum, wie es in einem Dialog heißt, all die Tricks zu durchschauen, aber trotzdem auf sie reinzufallen. 1919 wird die Austernprinzessin mit einem Jugendverbot belegt. Dasselbe passiert Trouble in Paradise, das 1934 vom Hays Code zensiert und ein Jahr lang aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Film, Zitat, war erstaunlicherweise bis 1968 nicht verfügbar. Er wurde nie auf Video veröffentlicht und wurde erst 2003 auf DVD ediert, Zitat Ende. Die Austernprinzessin erschien 2006 das erste Mal auf DVD. Lubitsch ist 1932 guter Dinge. Sein Vertrag bei Paramount war ausgelaufen, er denkt über Broadway-Projekte nach, Columbia und United Artists versuchen ihn einzukaufen und er fliegt Anfang des Jahres ein letztes Mal in seinem Leben nach Berlin. Die Abendausgabe der Vossischen Zeitung berichtet, Zitat, das habe ich aus dem sehr tollen Frieda Grafe und Enno Patalas Band über Lubitsch, Zitat, als nach dreistündiger Verspätung gegen 20 Uhr endlich im Nebel ein weißer Punkt auftauchte und Leuchtkugeln über dem Flughafen aufstiegen, versammelte sich die Filmprominenz hinter der Barriere zum Flugplatz. Der Apparat landete im grellen Licht der eigenen Scheinwerfer glatt und sicher, er rollte zum Flugsteig und bevor der Sturm der Fotografen der Verwandtschaft einsetzte, gelang es, den strahlenden Lubitsch zu sprechen. Seine erste Tat auf Berliner Boden war eine Zigarre in den Mund, seit Hannover nicht geraucht. Er versicherte, nur zu seinem Vergnügen nach der Vaterstadt Berlin gekommen zu sein. An Arbeit sei nicht zu denken, zumal er schon wieder Anfang Februar in Hollywood sein müsse. Der einzige Plan, den er im Augenblick hatte, sei, ausruhen und das alte neue Berlin ansehen, von dem er seit 5 Jahren getrennt gewesen ist. Die erste herzliche Begrüßung in Tempelhof war nur der Auftakt zu den geplanten Ehrungen für den großen deutschen Regisseur. Zitat Ende. Ein Jahr später sind die Filme Lubitschs in Deutschland verboten. 1947 schreibt Krakauer in den USA ein tolles Buch, vom Caligari to Hitler, und schmeißt Lubitsch unter den Bus. 1932 ist der Übermut des Films von der ersten Einstellung an zu greifen. Para, para, noch während sich zwei Para-Mount-Logos überlagern, singt jemand im Offscreen vom Paradise und von Trouble, dem Ärger, den es da gibt, und wir schauen auf ein Gaga-Bett in den Wolken. Mit der Einblendung der beiden Hauptdarstellerinnen oberhalb des Hauptdarstellers im Beziehungsdreieck mit 3 Pünktchen dazwischen. Der Film ist also ein Para-Film und könnte eigentlich überall spielen. Zitat, most any place can seem to be a paradise. Vom Paradies, das noch im Ohr nachklingt, sehen wir zunächst nur eine Hintertür und eine Mülltonne im Dunkeln. Es ist nachts, ein Müllmann holt die Reste des Tages ab und kippt sie in eine Gondel, die randvoll mit Müll ist. Dabei singt er O Sole Mio. Mit genau so einer Gondel wird später auch die Baronin anlegen und mit genau so einer Gondel mit singenden Gondolieres werden auch die anderen schwer reichenden Hotelgäste vermutlich unterwegs sein. Müll und Geld zirkulieren auf denselben Kanälen. Ich kann also den ersten Eindruck präzisieren. Trouble in Paradise ist ein Film auch über Film, dessen Plot vor dem Hintergrund gesehen werden will, wie im Kapitalismus Werte verbrannt werden. Und so taucht der Kahn mit dem Müll denn auch noch an zweiter ganz zentraler Stelle des Films, dem Schauplatzwechsel Venedig-Paris, wieder auf, bei dem die beiden Hauptdarsteller zugleich ihren Status von unabhängig arbeitenden kleinen Ganoven-Unternehmern zu Angestellten im Großkonzern wechseln. Natürlich auf hochironische und komische Art und Weise. Wobei Lubitsch nicht einmal vergisst, in seinem Film auch eine Stelle dem Missverständnis zu reservieren, dem Augenblick, in dem jemand einmal nicht mitspielt, den Code nicht teilt und nicht teilen will und dies sowohl sprachlich wie körperlich zum Ausdruck bringt. Da wartet plötzlich inmitten der langen Schlange von angeblichen Findern der diamantbesetzten Tasche der Firmenchefin, die das unverschämt hohe Lösegeld ausgelobt hat, der von Lubitsch entdeckte Nebendarsteller Leonid Kinski, der später einmal in Casablanca Humphrey Bogarts Freund, den Barmann Sascha, spielen wird, in einem wilden Outfit, so als käme er als Kommunist und körperlicher Abject direkt vom Set eines B-Horror-Sets brav in der Reihe und das um nur einmal der Chefin einmal Fui Fui ins Gesicht zu sagen. Ja, schämt ihr euch denn nicht? Der neue komfortable 3-Jahres-Vertrag bei Paramount räumt Lubitsch zahlreiche neue Rechte ein. Zwischenzeitlich avanciert er dabei sogar zum Produktionsleiter des gesamten Studios. Er nutzt dies, um den ehemaligen UFA-Bühnenbildner Hans Dreyer, einen in München geborenen Architekten, der Zeit seines Lebens praktizierender Designer blieb, zum Leiter des Art-Departments von Paramount zu machen. Für die eher europaorientierten Regisseure Paramounts war diese Entscheidung von enormer Bedeutung.
Man achte nachher nur auf die fantastischen Art Deco-Sets in Trouble in Paradise. Die Glamour-Kostüme von Travis Benton taten das ihrige. Also das ist alles im Prinzip, Lubitsch holt die Spezialisten ran. Trouble in Paradise, heißt es immer wieder, basiert auf dem ungarischen Theaterstück The Honest Finder von Laszlo Allada aus dem Jahr zuvor und wurde dann dreimal umgeschrieben. Ich glaube, es ist nicht ganz richtig. Teile des Skripts vielleicht, der Film selbst basiert aber eher auf einem Reklamheft aus dem Jahre 1911. Berühmte Kriminalfälle, 12. Band, Manulesco, der Fürst der Diebe, der entscheidend für die Hochstapel-Literatur der 20er Jahre wurde, in der der Hochstapel zur Gegenfigur des Aristokraten avancierte. Zitat: Wir betreten eine Welt, in der es nur eine Todsünde gibt, die Unaufmerksamkeit. Man wird verstehen, dass der Typus des Hochstaplers in einer Situation, die als bodenlos erfahren wird, das große Publikum faszinieren konnte. Er hatte seinen Auftritt auf dem Theater und im Film, im Kriminalroman und der Massenpresse. In der exzentrischen Gestalt des Hochstaplers wird sichtbar, wie fragil die Strategien der Distinktion in einer Gesellschaft sind, in der das Geld als großer Nivellierer herrscht und der Markt vor allem die Biegsamkeit der Haltung honoriert. Zitat Ende. Helmut Lehten hat in diesem Zusammenhang vor allem die jeweils 4 bis 5 Seiten langen Kriminalromane Walter Serners aus den 20er Jahren analysiert, in den Hochstapler und Diebe, Zitat, taktisches Geschick in der optimalen Ausnutzung der Gelegenheit demonstrieren. Zitat Ende, während sie äußerst gewandt in der Welt der neuesten Medien und sich im tertiären Sektor bewegen. Sie sind bestens vorbereitet, Zitat, für Situationen im Hotel, Bahnhofslokal, Post- und Telegrafenamt, in öffentlichen Verkehrsmitteln und privaten Verkehr. Dort beherzigt sie vor allem die Grundregel, bist du in einen falschen Schein geraten, so bekämpf ihn dadurch, dass du in einen anderen falschen Schein dich begibst. Zitat Ende. Lehten schließt das Kapitel mit einer interessanten Beobachtung, die meines Wissens noch nie weiter verfolgt worden ist. Was ihn interessiert, ist das erstaunlicherweise nie erfolgte Wiederanknüpfen an Traditionen des, wie er es nennt, kalten Denkens in Deutschland, das er mit der Deportation und Ermordung Walter Serners in den Konzentrationslagern abbrechen lässt. Er schreibt, Zitat, im dunklen Fall Serners könnte man aber Luftspiegelungen erblicken, die ihre angstfreie Gestalt später und fern von Europa gewannen. Man durfte sie nicht wahrnehmen, denn das Land war in Nordamerika und der Ort Hollywood. In Ernst Lubitsch, des Emigrantenfilm der 30er Jahre, tummelten sich die Hochstapler, Verführer, Betrüger und Lügner. Von ihnen wird zwar auch noch die Geistesgegenwart des Simultanspielers verlangt, die Forderung versetzt sie aber nicht in den chronischen Alarmzustand, unter dem ihr deutscher Vorgänger in den 20er Jahren zu leiden hatte. Bei Lubitsch finden wir die Parole, scheint zivilisiert, in ungebrochenem Komödienlicht. Von Authentizität vom Authentizitätskult keine Spur, um Demaskierung geht es nicht. Zitat Ende. Trouble in Paradise ist ein Paradebeispiel hierfür. Ich hatte gerade noch die Müllgondel in der Nacht zu Beginn von Trouble in Paradise ablegen lassen, da hat schon das Drama seinen Lauf genommen. Irgendwo klingelt es Sturm an einer Tür, jemand liegt in einem Zimmer am Boden, ein Schatten verlässt durch die Balkontür den Raum, sitzt im Baum und entfernt sich die falschen Koteletten und den Bart. Wenn es die ganze Zeit in einem Fort weiter an der Tür klingelt, an der 2 Frauen warten und sich aufgeregt auf Italienisch unterhalten. Der Mann am Boden richtet sich kurz auf, bricht aber kurz darauf wieder zusammen. Und dann beginnt eine sagenhafte Kamerafahrt um den gesamten Gebäudekomplex herum, die zweimal ganz auffällig, unnötig, durch einen Schnitt unterbrochen wird, um zusätzlich Zeit zu geben, um dann am Ende an einem Balkon anzulangen, auf dem der göttliche Herbert Marshall im Anzug in Gedanken versunken steht. Ein Kellner spricht ihn an. Waiter, yes, Baron. Und das sind jetzt die ersten englischen Dialogwörter, die wir hören, also nachdem wir nach dem Song und nach den italienischen Dialogen zwischendurch. Waiter, yes, Baron. What should we start with, Baron? Hm? Gaston Monescu, oh yes, that's not so easy. Beginnings are always difficult. Waiter, yes, Baron. Gaston Monescu, if Casanova suddenly turned out to be Romeo having supper with Juliet, who might become Cleopatra, how would you start? Waiter, I would start with cocktails. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Film. Ja, das war Trouble in Paradise und begrüßen Sie nochmal Rembert Hüser zum Gespräch hier vorne. Und man kann auch nochmal klatschen für diesen wunderbaren Film. Natürlich, genau. Herr Rembert, du hast gesagt, das ist einer deiner Lieblingsfilme. Jetzt ihn auf der Leinwand zu sehen, wie hat sich's angefühlt? Ja, ich fand es schon noch ganz interessant, auch vor dem Hintergrund von dem, was du über die Kopielage vorher gesagt hattest, weil der Film war ja zum Schluss von der Qualität her nicht mehr richtig gut. Und eine der interessanten Sachen, die du vorher gesagt hast, ist, und worüber ich die ganze Reihe über schon nachdenke, ist, warum Lubitsch in dem Sinne nicht wirklich gesammelt wird, warum es nicht eine Stelle in Deutschland gibt, die entsprechende Kopien da hat, sondern warum man das auf diese Art und Weise improvisieren muss. Natürlich gerade bei Filmen wie diesem, und vielleicht kannst du ein bisschen auch einfach mal dazu erzählen. Ich meine,
Für mich ist das ein Film zum Reinlegen, aber deshalb wäre es natürlich noch besser, wenn man irgendwie eine Kopie hätte, die noch besser wäre. Ja, also ich denke mal, das hängt natürlich zum einen mit seiner Geschichte zusammen, dass er in Deutschland schon recht früh gegangen ist, dann in die USA gegangen ist, dort dann ja auch verschiedene Studios durchlaufen hat. Auch das ist ein Problem, wenn man jetzt heute international guckt. Und natürlich, er macht Komödien. Das ist etwas, bis das tatsächlich filmgeschichtlich so einen Stellenwert erreicht hat, den es heute hat, wenn man über Lubitsch redet, das hat eine Weile gedauert. Aber du als Wissenschaftler siehst das ja auch. Die Anzahl der Bücher alleine über Lubitsch aus dem deutschsprachigen Raum, die ist an einer Hand abzählbar, oder? Das ist ja eine der ganz merkwürdigen Geschichten. Also ich würde sagen, dass die Rezeption von Lubitsch nach dem Krieg irgendwie abbricht. Irgendwas passiert da. Und das hat ganz viel sicher auch mit der Krakauer Rezeption zu tun. Das hat viel mit, Lubitsch ist immer so der Name, der irgendwie anerkannt ist. Das ist eine Kanonfigur, der ist gut, aber er hat in dem Sinne, es wird ihm nie die Sorgfalt gewidmet, die Lang gewidmet wird, die Murnau gewidmet wird und den anderen Leuten. Das heißt, Lubitsch läuft immer ein bisschen durch, und als man die Berlin-Filme wiederentdeckt hatte, hatte das einen kurzfristigen Effekt, auch auf die Art und Weise, wie zum Beispiel Filme der Weimarer Republik unterrichtet wurden, aber dann fiel es wieder unter den Tisch. Und ich finde das wirklich sehr, sehr merkwürdig. Also, weil wenn man auch gerade die Berlin-Filme vergleicht mit den anderen deutschen Produktionen zu der Zeit, ist es ja doch irgendwie erstaunlich, was für ein Kino das ist. Und dann ist es erstaunlich, dass es relativ wenig Publikationen dazu gibt. Es ist für mich der beste Band ist immer noch der von Graf von Paterlas. Prinzler Paterlas, dachte ich. Prinzler Paterlas und Graf hat selber danach auch noch geschrieben. Und, aber es setzen sich relativ wenig Leute mit Lubitsch auseinander. Von 1989 muss man auch noch dazu sagen. Und in dem Band schreiben sie auch, dass da ganz viele Dinge sind, die man eigentlich noch weiter eruieren müsste, wo neue Bände entstehen müssten über Ossi Oswalda und über alles Mögliche. Und das ist bis heute der Standardband. Da folgte nie etwas, was wirklich nochmal einen neuen Punkt gesetzt hat. Aber vielleicht können wir einfach mal, weil wir machen ja jetzt so eine Art improvisiertes Gespräch, weil jetzt die richtigen Fachleute nicht im Raum sind, sondern es geht einfach darum, dass wir versuchen, einfach mal auch über den Film uns und vielleicht auch ein paar der anderen Filme, die wir gesehen haben, uns zu unterhalten. Vielleicht können wir einfach auch mal ein paar Eindrücke oder so auch noch teilen. Genau, ich habe vielleicht als erstes zwei Fragen direkt noch zum Film. Ach so. Ja, also würde mich interessieren einfach, weil das ist große Komödie. Und das, was er hier macht, das ist auch ein großer Hollywood-Film. Also allein architektonisch, was er da auffährt, das ist... man wundert sich richtig gehend, wie der das geschafft hat. Das hat er in Deutschland gehabt, klar, als er der große Regisseur war, zu Ufa-Zeiten, als die gerade gegründet wurde. Aber dass der das bei Paramount kriegt, dass der da diese Settings hat, Paris, Venedig, Luxus, die Uhren, das gesamte Interieur, der Schmuck, das passt einfach von A bis Z. Wie kommt das aus deiner Sicht, dass der diese Möglichkeiten hat, so eine, das ist ja weit mehr als eine Komödie dann letzten Endes, macht? Ich meine, wenn man sich den Vertrag anguckt, den neuen Vertrag, den er 32 unterzeichnet bei Paramount, ist ja noch die interessante Sache, dass Paramount ihm ja noch mehr gewährt. Sie gibt ihm sogar eine Ausstiegsregelung, dass er mit einem anderen Studio auch noch Filme drehen kann, und dann dreht er Monte Carlo und versucht eben auch Musical im Einzelnen zu produzieren. Das heißt, es wird versucht, eigentlich so eine Art, ein späteres Selznick-Modell auf eine andere Art und Weise zu etablieren. Das heißt, man hat einen Produzenten da, der selber Regisseur ist und der erstmal eben diese Experten überall zusammenholt. Und das hat er sich einfach durch eine ganze Serie von den Filmen in Hollywood erarbeitet. Er ist Paramount-Chef in dem Moment. Genau, ne? Genau. Also er wird der Chef, er ist der Produktionschef von Paramount. Als Deutscher. Das ist extrem groß. Und er besetzt eben die Leute auf die entsprechenden Stellen. Also er sagt irgendwie jetzt, also Art Director wird jetzt eben dieser Architekt und dieser Designer aus München. Der wird importiert und der macht dann Set-Design wie dies hier. Und es gab einfach auch, das hatte gravierende Auswirkungen eben auch auf die Ausstattung von anderen Filmen da. Und das ist eine erstaunliche Machtfülle, und das zeigt einfach auch, wie sehr er einfach Hollywoods Stil im Einzelnen prägt und beeinflusst. Also es gibt ein Buch von Christine Thompson, die ziemlich genau beschreibt, auch so, wie er den Hollywood-Erzählstil beeinflusst hat mit seiner Erzählweise. Das ist einfach schon eine wirklich bemerkenswerte Karriere.
Die zweite Frage, die ich noch vorwegstellen will, die hängt mit ja, dem Lubitsch-Touch in einer gewissen Weise zusammen, über den du in der Eingangslecture gesagt hast, der Lubitsch-Touch ist Quatsch. Hier macht er genau das. Er hat diesen Haze-Code vor Augen, er weiß, da darf sexuell nichts gezeigt werden, Anrüchigkeiten werden sofort zensiert und rausgeschnitten. Das, was er hier macht, mal über diese Uhr, die da weiterläuft, und wir haben auf Geräuschebene mal nur über Türen, die von außen gezeigt werden, und Blicke, das ist etwas, was ja auch stark von außen an ihn herangetragen worden ist, wo er, also man kann, könnte sich ja auch fragen, jetzt provokativ, wenn das nicht gewesen wäre, dieser Haze Code, hätte er dann überhaupt so inszeniert? Und weil heute sagen wir, genau das ist ja ein wesentliches Kernelement dieses Lubitsch-Touchs, den du ja in Abrede stellst. Was würdest du dazu sagen? Ist das A, etwas, was von außen kommt, und B, warum kritisierst du das? Wie siehst du es anders? Elliptische Erzählweisen macht er ja die ganze Zeit. Er sagt aber in diesem Film ja auch, dass elliptische Erzähl, ich glaube, das sagt er in irgendeinem Interview, oder Frieda Grafe greift das dann nochmal auf, dass das ja im Prinzip auch mit Diebstahl zu tun hat, dass man bestimmte Satzteile rausnimmt oder bestimmte Erzählmomente rausnimmt. Das heißt, das hat logisch etwas auch mit der Erzählweise dieses Films selber zu tun. Mit dem Lubitsch-Touch ist es einfach so, dass, und das hatte ja Christine Thompson irgendwie ganz gut beschrieben, das ist ursprünglich mal zurückgeführt worden auf eine, auf die Werbeabteilung von Paramount, die gesagt hat, die versucht haben, ihn auf eine bestimmte Art und Weise zu branden. Tatsache ist, dass es den Lubitsch-Touch als Ausdruck schon vorher gibt, und man kann ungefähr 23 verschiedene Definitionen dieses Lubitsch-Touches finden. Das heißt, man kann, und letztlich heißt es einfach nur, es ist so etwas wie seine eigene Handschrift, und das heißt, es sagt eigentlich gar nichts. Also der Lubitsch-Touch heißt, Lubitsch ist Lubitsch, weil er Lubitsch ist. Und damit kommt man nicht weiter. Und was ich interessant finde an diesem Lubitsch-Touch, dass man, den man einfach wirklich partout nicht los wird. Denn in jedem blöden Buch kommt wieder der Lubitsch-Touch an. Jeder Lecture kommt der Lubitsch-Touch, by the way. In jeder Lecture kommt der Lubitsch-Touch. Das zeigt einfach nur, dass noch viel mehr zu diesem Regisseur gearbeitet werden muss. Das heißt, es gibt einfach relativ wenig Arbeiten dazu. Und das ist eben, damit sind wir im Prinzip wieder beim Anfang, das, was ich irgendwie verblüffend finde bei der Sache. Aber schalten Sie sich bitte ins Gespräch ein, geben Sie ein kurzes Zeichen, ich komme mit dem Mikro zu Ihnen, und dann können wir weiter diskutieren. Vielleicht können wir einfach Beobachtungen auch mal teilen, jetzt hier von Trouble in Paradise. Genau. Also einfach, das können Nuancen sein, das kann sich auf Setdesign beziehen, das kann sich auf Dialoge beziehen. Also es ist je nachdem, wie der Film im Einzelnen wahrgenommen ist. Wie das auf Diebstahl in jeder Ebene, wie du gerade gesagt hast. Ja, gibt es schon Fragen? Sonst. Du hast zum Beispiel gesagt, mir vorhin vorab, der Herbert Marshall, der hier die Hauptrolle spielt, das ist für dich ja so ein ganz großer Darsteller, also sogar größer als Cary Grant hast du ihn vorhin bezeichnet für dich. Was macht ihn so besonders in dieser Rolle, die er da spielt? Weil alleine wie er diese Einstiegsszene, also die ist aus meiner Sicht besser nicht zu machen, die du ja vorhin noch anerzählt hast, da passt alles zusammen, aber das Spiel ist ja wirklich hier bei Lubitsch auch ganz wichtig. Ich finde das ganz schwierig zu beschreiben. Ich weiß auch nicht genau, wie man, also ich bin nicht gut im Schauspiel beschreiben. Also bei ihm ist es so, er ist eben ein britischer Schauspieler. Also es gibt eine bestimmte Blasiertheit, in der er diese Rolle spielt, die er um einzeln durchzieht. Und man kann, das ist ja ganz am Anfang, als ich mal einfach geguckt habe im Netz, was gibt es für verschiedene GIFs, die aus diesen Filmen gemacht werden. Da war es auffällig, wie viele Herbert Marshall GIFs es gibt, die sich ganz genau die Mimik anschauen, wie er in bestimmten Situationen, wie er so hochklappt, wie er sich in Positionen bringt. Und das ist alles extrem gute Schauspielkunst. Und ich meine, auf Cary Grant bin ich nur gekommen, weil das in vielen Punkten ja auch dieser Film und so mit auch Vorlagen waren für spätere Hochstaplerfiguren, also To Catch a Thief und andere Sachen. Und da finde ich also Cary Grant im Vergleich total blass. Ja. Was bedeutet die Britishness in dem Zusammenhang? Weil der Edward Everett Horton, der ist ja auch so ein sehr britischer Typus, der in ganz vielen Lubitsch-Filmen dann auch die leitende Nebenrolle spielt. Überhaupt der ganze Film spielt in Europa. Also wir sind da gar nicht in der amerikanischen Wirklichkeit gerade. Spielt das eine Rolle, dass der Emigrant Lubitsch solche europäischen Filme erzählt? Mit europäischen Schauspielern zum Teil? Also das ist ein schwieriger Punkt. Ich will mich da nicht verrennen, weil ich einfach Fan bin. Und aber es gibt irgendwie einen ganz merkwürdigen Mix einfach von. Ich glaube, es gibt einen europäischen Zug bei eben in dem Spiel von Herbert Marshall. Ich weiß nicht, wann er in die USA gekommen ist.
Und es geht ja in diesem, es geht ja in diesem, in Trouble in Paradise ganz viel um darum, die Countenance zu wahren, Herr der Situation zu sein, blitzschnell Entscheidungen zu treffen und dann jeweils seine eigenen, sein eigenes Körperspiel dann auch dementsprechend anzupassen, um wieder neue Gelegenheiten zu schaffen. Und da ist er auf eine unwahrscheinliche Art und Weise geschmeidig, wo der, wo es eben, also er fällt nicht richtig. Er fällt nicht richtig aus der Rolle und gleichzeitig ironisiert er die Rolle auch die ganze Zeit. Das heißt, es gibt die ganze Zeit auch sowas, so ein Lächeln über die Rolle, finde ich, die ja mit dabei ist, die ich ganz gern mag. Wie sehen Sie das? Haben Sie auch Anmerkungen noch? Wir wollen das ja nicht ganz alleine führen. Ja, ich komme kurz. Bleib du vorne, bleib du vorne, bleib du vorne. Wann im Fernsehen die alten Filme gezeigt wurden. Ich habe sie alle gesehen und ich habe ihn gesehen, den Hauptdarsteller, den Namen, leider habe ich mir nicht gemerkt. Und es war so ein Wiedererkennungswert, wie ich ihn hier gesehen habe, dass ich sage, so, ich sage jetzt mal, O.W. Fischer, hast du auch so einen Wiedererkennungswert? Das ist O.W. Fischer und das hat sich dann wiederholt. Und für ihn, also das war so ein Wiedererkennungswert und wie die Klasse von ihm, die beschrieben worden ist, sage ich ja, aber es war ein starker Wiedererkennungswert. Also dass er sich verwandelt hätte jetzt in diesem Film, habe ich jetzt so nicht festgestellt, sondern es war er und er ist mir so im Gedächtnis, weil er einfach gut ist, ja. Und das wollte ich nur dazu sagen, ja. Ja, da passt ganz gut die Frage, ist Lubitsch denn ein Schauspielerregisseur? Ist er einer, der die besonders gut lenkt und leitet? Über Fritz Lang hat man ja gesagt, das war er nicht, Mona dagegen schon. Also es gibt ja den berühmten Konflikt von ihm mit Asta Nielsen, wo Asta Nielsen sich darüber beklagt hat, dass sie nicht hätte richtig mit ihm arbeiten können, dass sie ihre Schauspielgabe nicht richtig bei ihm hätte entfalten können. Sie nicht lang genug weinen lassen, ne? Ja, und da gibt es eben einen etwas spöttischen Brief von Lubitsch, der auch sagt, der sagt also, dass die Kunst ihrer Tränen hätte man auch schon irgendwie nach im Prinzip 10 Sekunden, glaube ich. Nach 10 Sekunden oder was sehen können. Dafür brauchen wir nicht noch mehr Zeit. Ich glaube, dass Lubitsch in der Tat, das hat Frieda Grafe geschrieben, dass er mehr an Objekten interessiert ist als an Schauspielern. Türen. Also Frieda Grafe hat gesagt, Türen und Ute Holl, die heute ja eigentlich einen Vortrag halten wollte, hätte sicher tolle Sachen einfach auch zu Türen erzählt. Also und in diesem Film sind ja eine ganze Menge von den Türen. Sag mal, aber warum beantwortest du nicht einige dieser tollen Fragen? Weil du der Referent bist, der Ersatzreferent. Du bist selber Lubitsch-Fachmann, ich will mich da jetzt irgendwie gar nicht... wir machen das ja so in Kooperation. Ich bin aber sag mal noch was Fan zu den Türen, jetzt wenn du sie gerade ansprichst. Weil diese Türen, die erzählen ja auch Geschichten, finde ich immer. Also zum einen, wenn natürlich diese Anrüchigkeiten, klar, aber auch es sagt was aus über die Menschen, die da wohnen, es sagt was aus, was jetzt gerade der Fortgang der Geschichte ist. Er hat das ja immer wieder, dass diese Türen dann auch die Handlung quasi vorantreiben, absurderweise. Ja, und ab und zu, wir haben es ja auch letzte Woche zum Beispiel gesehen, diese Blicke durchs Schlüsselloch, die gibt es ja dann auch immer wieder, wo man lauscht und so. Also es ist eine Barriere, die man durchdringen muss vielleicht, um fortzuschreiten. Siehst du das auch so? Mit Sicherheit, man kann die Türen ja ganz unterschiedlich inszenieren, wie das in diesem Film ja auch war. Also also das Verharren auf der Schwelle, vor der Schwelle, also die Tür, die geschlossen bleibt. Und man weiß schon fast, wer aus welcher Tür rauskommt, auch wenn es irgendwie immer die anderen Türen sind. Das heißt, es wird ja fast so ein gesamtes Inventar im Prinzip, es wird ein ganzes emotionales Register durch verschiedene Türen hier in diesem Film gezeigt. Das heißt, man könnte das wahrscheinlich auch typologisieren und könnte einfach bestimmte Gefühle auf bestimmte Türinszenierungen dann hier im Einzelnen machen. Aber ich weiß nicht, wie haben Sie denn die Türen im Einzelnen gesehen? Wenn ich hier die Fragen immer aufgedrückt kriege, kann ich... Stellst du sie einfach weiter. Ja, reiche ich es einfach mal weiter. Ich kann vielleicht eine Türszene auch noch tatsächlich mit aufgreifen, die ich interessant finde, weil wir uns ja im Jahr 1932 befinden. Und dann heißt dieser alte Mann, der die Familie betrogen hat, natürlich Adolf. Ja, und dann wird die Tür nochmal aufgemacht und er sagt nur diesen Never call me Adolf. Ja, so, also es ist schon, ist das etwas, was wir jetzt heute reindeuten oder sagst du, dass Lubitsch, der an sich ja immer sehr unpolitisch war, also zu Zeiten, wo er noch in Deutschland war zumindest, dass er da schon wirklich sowas, ja,
unterschwellig, passt auf, vor solchen Typen mit reinsetzen wollte? Ich habe das ja die Szene so verstanden, dass es auch eben um dieses ganze Spiel der Vornamen und dieses, wie man sich persönlich adressiert. Also man adressiert sich irgendwie oder man nennt sich beim Vornamen, weil man sagt, man hat das Spiel durchschaut. Also jetzt, also die Maske ist gefallen, ich nenne dich jetzt Adolf. Und dann sagt der, was fällt dir ein, mich Adolf zu nennen? Also spannend, die Maske fällt, ne? Ja. Also wenn man dann. Aber ich wäre immer vorsichtig, also jetzt mit, also das zu hoch zu ziehen und jetzt zu sagen, okay, da ist das im Prinzip, der möchte schon zu dem Zeitpunkt nicht mit Adolf Hitler assoziiert werden, also schwieriger. Ja, vielen Dank, dass du mir das Mikrofon bringst, aber ich würde halt sagen, Lubitsch ist doch sehr politisch und ja. Ich glaube, das hat Rembrandt auch sehr schön gesagt, ja, also er zeigt gerade, was Klassenunterschiede sind, er zeigt, dass der Hochstapler natürlich auch eine Autorität ist, und zwar keine positionale Autorität qua Adel, sondern weil er etwas kann, er ist ein großer Könner, er ist ein Connoisseur und das ist sehr wichtig. Ein weiterer Punkt, ob vielleicht wenn Mathieu noch was dazu sagen kann zur Thematik Sprache, und zwar auch zu den Fremdsprachen. Also auch nicht nur, dass sich auskennen in fremden Sprachen. Der Film ist, das war so, greift auch so ein bisschen auf den Punkt mit USA und Europa. Die Amerikaner sind ja bekannt dafür, dass sie normalerweise keine Fremdsprachen sprechen. Und das sollte man sich auch immer wieder klar machen, in Europa würde dieser Gag erstmal nicht so leicht zünden, ja, oder auch in Deutschland nicht. Ja. Sehr unglaublich mutig, er startet ja sogar auf Italienisch und die ersten Sätze sind auf Italienisch. Ja. Willst du direkt was zu sagen? Oder? Ich kann, also, nee, vielleicht kann ich es auch so einfach lauter, aber es ist, nee, ist ein sehr guter Punkt, weil ich würde dann gerne den nächsten Film, den Lubitsch macht, eigentlich auch noch mit dazu, nämlich Design for Living. Das ist also im nächsten Jahr 33, der erst mit sehr, sehr, sehr langen, ist das Französisch oder Italienisch? Nee, französischen, genau, Paris. Also mit ganz langen französischen, also unsynchronisiert, ununtertitelt natürlich, also einfach mit einer ganz langen französischen Passage anfängt, wo es erstmal nicht ganz klar ist, in was für einer Sprachfassung man im Einzelnen ist. Das ist natürlich ein bestimmtes Spiel und hier hat man ja auch dann die, ich kriege gerade irgendwelche... Wir sind nicht mehr im Bild, wir müssen nach vorne. Achso, wird das gefilmt? Ja, oder? Natürlich. Ach. Du weißt so, das geht auf die Homepage. Nein, nein, um Gottes Willen, dann bleibe ich doch gleich... Ich dachte, wir hätten heute einen entspannten Abend hier. Ja, das ist... Ernst minus Lubitsch. Okay. Genau, bitte löschen. Aber du warst mit Ja, und ich finde es einfach, ich finde es einen ganz wichtigen Hinweis, einfach wie diese Sprachvielfalt im Einzelnen da inszeniert wird, gerade bei diesem Film, dass das natürlich auch etwas davon zeigt, was sich Lubitsch in seiner Rolle in Paramount rausnehmen kann. Also genau wie du das sagst, es ist unüblich für Hollywood, dass man Sprachenvielfalt inszeniert. Und hier ist es ja auch gleichzeitig auch das Zeichen der Hochstapler, wo die dann untereinander einfach checken. Also jeder von denen spricht mindestens 4 Sprachen. Und es geht darum, sich auf unterschiedliche kulturelle Situationen sofort ansprechen zu können. Da wird man eben kurz das Deutsch gecheckt, da ruft man dann eben beim spanischen Konsulat an und da kann man schnell umschalten. Und da ist es natürlich auch toll bei Lubitsch, dass der es nicht nur kurz antippt, sondern dass dann auch die beiden Italienerinnen vor der Tür erstmal sich aufgeregt unterhalten und sagen, was ist jetzt hier los, wir haben jetzt eigentlich eine Verabredung mit ihm und dass er dem einfach Zeit gibt oder diese völlig absurde Übersetzung der Mandelzähne, also Tonsils. Ich würde mich an die Mikrofon gewöhnen. Mich habe sofort, als ich Hoten gesehen habe, sofort an Top Hat gedacht mit Fred Astaire und Ginger Rogers. Und ich fand die Ähnlichkeiten interessant, weil es auch sehr um diesen Treppen hoch und runter und die Türen und dann halt diesen Spiel mit Identität und dann auch dadurch diese Romanze entsteht. War das eine Genre, war das eine Ähnlichkeit, weil es gibt so ein, für mich, also natürlich ist Lubitsch einmalig, aber ich fand Top Hat von dieses musikalische und komödisch so eine gewisse Ähnlichkeit, war das so ein, weil das auch im gleichen Zeitraum war. Können Sie vielleicht was dazu
sagen. Also das, genau. Ja, ich finde das einen super interessanten Hinweis. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe Tophead gesehen, ich weiß gar nicht, von wann ist welches der genau? Jahr? 35, also drei Jahre später. Also ich glaube auch nie an die absolute Einmaligkeit von Regisseuren. Also deshalb, Lubitsch ist schon wirklich ein großartiger Regisseur, aber das heißt, dass es innerhalb des Studiosystems nicht einfach ähnliche Inszenierungsweisen gibt, auch gerade wenn es, ist das auch ein Paramount-Film von Fred Astaire? Aber deshalb ist es natürlich auch interessant, also für Fred Astaire haben natürlich auch, hat das Set-Design noch eine andere Funktion, weil der braucht natürlich auch noch teilweise Hindernisse für eine andere, für Stunts und andere Bewegungsformen, aber ich finde das einen tollen Hinweis. Ich kann's auf Anhieb, kann ich da nichts zu sagen, aber das fände ich mal interessant, sich das anzugucken. Horton hat dieselben Blicke, sagt er gerade. Ja, ich finde auch, dass es vielleicht in eine Richtung geht, Rhythmus und Timing. Das ist ja was bei einer Komödie ganz wichtig ist, was natürlich eben bei Ginger Rogers und Fred Astaire dann auch wieder eine Rolle spielt. Nur das hier, und das finde ich, glaube ich, ganz spannend, auch mal zu beleuchten, wie ist das Verhältnis eigentlich zwischen Romantic und Comedy? Weil wenn wir immer von der Romantic Comedy sprechen, ist das hier quasi sowas wie die Urmutter vielleicht. Wie ist das Verhältnis? Wie schafft er es, dass es dann nach einer gewissen Weile, also am Anfang ist es sehr lustig, aber trotzdem so unterschwellig romantisch, dann kippt es so in so eine, ja, eher romantische Stimmung, sage ich mal, und dann kommt die Komik aber wieder. Das finde ich wirklich spannend und ich glaube, das hat stark was damit zu tun auch. Wer wann wie auftritt, welche Blicke vielleicht fallen, was wie gesagt wird, was wie fällt, in welchem Rhythmus. Nee, man müsste sich mal, und das hast du ja eben noch angesprochen, also einfach die Sprachbehandlung in dem Film auch nochmal ganz genau angucken, weil es gibt ja schon einen wirklich sehr eigentümlichen Rhythmus, der also genau weiß, wie lang bestimmte Dialogpassagen im Einzelnen sein können. Es gibt ja so eine größere Diskussion auch dazu, ob jetzt Trouble in Paradise sowas wie der Vorläufer von den Screwball-Comedies ist oder nicht, oder ob man das schon dazu zählen kann. Und das hat würdest du es sagen? Ich bin nie gut in bestimmten Genrefragen, weil die mich, weil ich das immer schwierig finde. Also was ist der erste? Wie verhält sich das dazu? Also ich finde schon interessant, dass dieser Film extrem auch über Wortwitz funktioniert und nicht wortlastig ist. Also das heißt, es gibt so einen ganz bestimmten Rhythmus einfach von und es gibt ja unglaublich viel Aussage, unglaubliche Zitate in diesem Film. Also die es dann auch irgendwie als zu den berühmten Quotes im Internet dann im Einzelnen schaffen, weil das ist eigentlich ein Gag nach dem anderen. Und das heißt, das kommt trotzdem mit einer bestimmten Lässigkeit daher. Das ist, da wird nicht versucht, irgendwie jetzt einen Gag zu produzieren. Das hat teilweise auch was damit zu tun, wie sich Charaktere im Raum bewegen, was die machen, also wie die vor Türen stehen und also was für Objekte die gerade in der Hand haben. Allein diese Szene, wo am Anfang dann immer übersetzt wird ins Italienische, was gerade oben im Hotelzimmer passiert ist. Also das ist wirklich, da ist ja die Kameraarbeit dann noch mit dabei und der Schnitt und dass das alles genau wirklich auf den Punkt ist, dass wir dann auch jeweils den richtigen Lacher nehmen und dann, wenn er rausgeht, das passt dann auch alles dazu. Yeah, I would like to make just a philological observation to Lubitsch, which is the song used, Sole Mio, is a Neapolitan song that makes a bit a collision with Venice, and also it would be like, for Italians it would be definitely either a point of irony or really not really fitting in the setting, because it's like no gondoliere in Venedig would sing that song of Neapolitanisch. So this is one thing. And also that the people talking there in Italian are not really talking with a Venice accent. Lubitsch was not very, very accurate on that. But we can forgive him for that. I think it was, but it was quite interesting that the theme of the song, like how it came again and again in the music themes sometimes later on. So the use of this theme
in the construction of the musical theme was quite interesting. Ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen, also dass der Einsatz von der Musik einfach toll war und wie die dann, also die Erinnerung an Anosolomio dann zum Komischen beiträgt und die Charaktere darstellt oder Situationen wieder hervorruft. Das fand ich sehr spannend. Ich glaube, also ich fände es spannend, auch jetzt auf den Film besonders mal Queer Reading darauf anzuwenden. Also vor allem Philibar, oder hieß er so, gerade die Rolle, fand ich eigentlich ganz interessant, dass da irgendwie unterschwellig kam bei mir noch was anderes irgendwie rüber in der Rolle. Kannst du mehr zu sagen? Das finde ich einen interessanten Punkt. Ja, also dass er eigentlich am Anfang ja dieses Date mit den Frauen, es fängt ja gleich an, er verschläft das Date mit den Frauen oder er ist nicht bewusst anwesend. Und ist, also dann weiterhin redet er ja von dem charmanten Mann, dem er nicht quasi nicht widerstehen konnte in der Art und Weise. Also er war ja so charmant, dass er einfach dachte, okay, ich lasse ihn weiter rein, okay, er ist so charmant, ich öffne mal meinen Mund. Und es entwickelt sich ja so weiterhin, dass er ja irgendwie diesen Liebesstreit fast schon mit dem Major hat. Also das ist ja irgendwie, die necken sich ja fast schon, weil sie Spaß dran haben. Am Schluss sind sie wie ein altes Ehepaar, ja. Genau, und das wird ja am Ende immer deutlicher, wenn sie dann zusammen auch da sitzen. Also ich fände, dass das eigentlich eine ganz interessante Figur ist, die man vielleicht auch in anderer Weise lesen könnte. Finde ich einen sehr guten Hinweis. Ich hatte nur nicht den Eindruck, dass am Anfang das Date mit diesen zwei Frauen verschläft. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob er niedergeschlagen wurde oder narkotisiert wurde. Also das ist, also er war ja körperlich einfach mitgenommen. Also das heißt, als er versuchte dann nachher wieder aufzustehen, war es ja nicht einfach Müdigkeit, sondern er brach ja wieder weg. Das heißt, aber ich finde die Lesart ganz, ganz überzeugend. Und ich wollte auch noch ganz kurz zu dem was sagen, was Sonja sagt. Ich finde gerade diese philologischen Beobachtungen finde ich total wichtig, weil man muss ja überlegen, was wird als Setting gewählt. Also das heißt, es gibt natürlich auch eine bestimmte touristische Fantasie von dem, was heißt erstmal Europa für Amerikaner und dann gleichzeitig, wofür steht Venedig? Und das ist ja dann, also diese Serie dann auch von Venedig nach Paris mit diesem ganz tollen Parfümfilm am Anfang noch, der dann auch noch die Fabrik zeigt mit den Taubenschlägen auf dem Dach. Ist ja einfach auch eine bestimmte Form einfach. Ich glaube gar nicht, dass das Lubitsch passiert. Also ich glaube, dass die Leute, die am Set reden, dass die werden nicht dokumentarisch besetzt, sondern erstmal holt die Italiener zusammen, die wahrscheinlich da arbeiten und die kommen einfach aus verschiedenen Regionen raus. Aber das ist ein Effekt, der diesen Film natürlich, wenn man den so beobachten kann wie du, dann einfach noch interessanter und noch vielschichtiger macht, weil es dann auf diese Brüche eben abzielt. Also es ist, Osolomio ist natürlich auch irgendwie ein Karlauer, wenn Müllmann den nachts singt und dann eben mit diesen großartigen Müllkähnen da rumfährt. Die Mischung aus Neapel und Venedig. Dann. Ich habe noch eine Frage gerade daran anknüpfend. Der Film heißt Trouble in Paradise. Das heißt, der Ort wird als Paradise beschrieben. Das ist 1932 natürlich auch interessant. Wir sind kurz nach der Weltwirtschaftskrise und dann wird uns ein so pompöses, luxuriöses Venedig und Paris gezeigt. War das zu dem Zeitpunkt wirklich was, wo man sagt, man hat sich eskapistisch dahin geträumt und er nutzt das dann als Kulisse und das war das Paradies? Also die Frage ist ja, ob das Paradies jetzt wirklich in dem Sinne als ein konkreter Raum verstanden wird oder einfach an den Ort an denen die beiden also zusammenarbeiten. Es gibt ja eine bestimmte Hochschätzung also die Beziehung funktioniert ja auch, weil die beiden finden sich ja immer wieder als einfach die exzellenten Handwerker, die sie sind. Also sie verstehen einfach, was sie machen. Und das heißt, das Paradies kann dann auch zum Beispiel, als sie ein bisschen abgebrochen hat, dann zusammen in diesem Zimmer sitzen und Zeitung lesen und als er dann auch nochmal sagt, also es werden auch mal wieder Zeiten von Prosperity kommen,
Und er sich schon damit abgefunden hatte, dass er für die Tasche irgendwie nur, ich weiß nicht, 500 Franc oder so im Einzelnen kriegen wird. Da ist, glaube ich, dieses, ich glaube nicht, dass sich Paradise jetzt konkret auf Venedig oder Paris bezieht, sondern es hat einfach was mit Paarlogik zu tun. Die wird ja im Vorspann schon gezeigt, die wird ja gestört einfach als, also dadurch, dass man diese beiden Frauen mit diesen Pünktchen dazwischen schon in, also dass es einfach, in, also diese Dreierbeziehung hat, genau. Hängen immer noch an dieser Sprachengeschichte, dem Sprachenmix, und frage mich gerade so, was ja auffällig ist, ist, dass das Hochstaplermotiv, ich meine, das hat er ja mitgenommen aus Europa, das gibt es ja in den 20ern zuhauf, du hast Manolescu genannt, da gibt es zum Beispiel von 29 eine Verfilmung mit, von Tschujanski, ne, mit Brigitte Helm und Ivan Mazhukin, und also im Stummfilm ohne Sprachen, ganz ohne Sprachen, aber mit viel Migrationsgeschichten da schon. Was auffällig ist, ist, dass trotz Hochstaplermotiv überhaupt nicht Maskerade vorkommt. Und was ich mich gerade frage, ist, ob es sein könnte, dass dieser Sprachenmix und auch die Bedeutung der Namen damit was zu tun haben. Also sozusagen an die Stelle der Maskerade treten, die ja nun wirklich komplett nicht nur zurückgefahren ist, sondern es ist ja wirklich, ich glaube, er hat fast Identisches an, auch in jeder Szene. Und ob das nicht was auch mit zu tun hat mit dem ja noch relativ jungen Tonfilm, also dass da auch experimentiert wird, wie man dieses ganze Spielerei, die durch Maskerade möglich wird und Kostümierung und so weiter mit diesem, in diesem ganzen Komplex von Hochstapler, von Felix Krull bis sonst was transportieren kann. Mhm, es gibt, also finde ich eine ganz tolle Beobachtung, es ist die, vor allem die einzige Szene, die dann wirklich Maskerade trotzdem noch zeigt, ist eigentlich eine Stummfilmszene, nämlich wenn er sich die Maske abnimmt als Schatten im Baum. Also direkt am Anfang. Das heißt, da kann man ja auch, das ist ja auch fast wie ein Stummfilm gefilmt mit dieser unglaublichen Fahrt, die da passiert. Genau, die Schattenrisse ist ja, genau, das heißt, es gibt Anspielungen an Stummfilmen, wo das genauso funktioniert, wie du das sagst. Und ich finde aber auch diesen Aspekt, den Lethen im Einzelnen sagte, dass sich eben dieses Hochstapler-Motiv in den USA noch ein bisschen also weiter verschiebt in den Filmen von Lubitsch, wo es eigentlich gar nicht mehr, wo die Maske keine große Rolle mehr spielt. Es geht nicht um Demaskierung. Also das heißt, es geht in diesem Film geht's nicht um Authentizität. Und da gibt es einfach den Punkt, den du dann nennst, mit dem, dass es um, es geht definitiv um Migration und es geht definitiv um Sprachvielfalt, finde ich, gibt dann diesem Ganzen noch eine ganz andere Rasanz, als wenn es jetzt Maskerade gibt. Vielleicht ist der einzig maskierte Schauspieler tatsächlich jetzt, also der russische Kommunist, der Fui sagt. Also der ist ja einfach... Wie bitte? Genau, also das ist ja das, was, also Lethen versucht das ja am Beispiel von Serner eben zu machen, und da ist, Serner ist ja, sind ja fast alle Geschichten, haben ganz viel, also auch osteuropäische Migration und dann ist die Frage, wieso verschwindet das in Europa und wieso taucht das dann in den USA wieder auf, und da machst du ja eigentlich ein, finde ich, ziemlich überzeugendes Argument, dass es dann auch eine bestimmte Rolle jetzt einfach im frühen Tonfilm dann auch spielt. Und das ist ja eigentlich, wenn man überlegt, 32 ist ja noch recht früh. Ja, also ich wollte zu dem Titel, Paradise ist da, wo Paradies ist da, wo die Liebe ist. Und was der ganz toll macht, wir sind so in Spannung gehalten, es knistert zwischen den Personen, zwischen seinen zwei Partnerinnen, da knistert es richtig. Und vielleicht, er macht Symbolik, er hat ja viel Symbolik, und vielleicht ist die Symbolik, das Paradise ist die, wo die Liebe ist, ist es Paradise. Das besteht ja zwischen den, es knistert ja, das spielt ja die Liebe, spielt ja eine große Rolle. Also das fand ich ganz toll, wie er das gemacht hat. Ja. Ich finde es auch einen ganz, ganz großartigen Liebesfilm. Und die interessante Sache ist natürlich wirklich, dass dann die Dreieckskonstellation nachher auch funktioniert. Das wird auch glaubwürdig. Es fängt nämlich auf einmal auch an, auf einer anderen Ebene auch noch zu knistern. Das finde ich einfach auch vom Film sehr, sehr schön gelöst, ja.
Ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast mit den Masken und mit dem Verweis auf den Stummfilm, was ihr beide angesprochen habt. Ich fand das ziemlich interessant, also nicht buchstäblich im Sinne von Maske, aber er kennt sich ja super aus mit dem Make-up zum Beispiel, er weiß ja, wie sie sich schminken soll. Und ich fand diesen Rückverweis auf den Stummfilm, das gibt ja auch zwischen den beiden immer wieder diese Szenen, wie sie durch das Glas gefilmt werden, wie sie ohne Ton eben miteinander sprechen. Und das fand ich sehr, also ein Rückverweis eben auf diese Rollen, die sie sowieso schon spielen als Liebespaar, aber auch auf die Rollen, die eben dann im Stummfilm auch gespielt werden. Eben das, also das hat mir total, war so ein ironischer Kommentar auf die Glaubwürdigkeit von Liebespaaren im Stummfilm, dass da drin wieder aufgegriffen wird und das eben keine buchstäbliche Maske ist, sondern auch immer, natürlich sind die geschminkt und die kennen sich beide super darin aus und sie spielen ja beide dieses Spiel, was man am Schluss dann nochmal hat. Das fand ich total spannend, dass er dann auch noch den Stummfilm da irgendwie mit drin kommentiert und ja. Da würde ich gerne direkt drauf eingehen, weil tatsächlich die Eingangsszene ist ja im Grunde noch die Hommage an diesen Übergang vom Stummfilm auf den Tonfilm, weil da wird noch überhaupt nicht gesprochen und da ist er auch noch interessanterweise maskiert, da hat er noch einen Bart, das sehen wir ja nur im Schatten dann und das wird alles ohne Worte inszeniert und dann geht es über in tatsächlich etwas, was dann gleich fast Screwball-artig wirkt. Also das heißt, er schafft vom einen Extrem den Übergang ins andere Extrem des noch jungen, neuen Mediums. Das finde ich auch ganz, ganz großartig, was er dann da macht, aus diesem sehr, sehr visuell fast expressionistischen, in diesem pompösen Ambiente bis hin zu dem Sprachlichen, was er dann da auffährt. Das ist großartig. Und das ist vielleicht auch ein Geheimnis, was Lubitsch eben ausmacht, dass er da so ein Visionär auch ist in ganz vielem. Visionär ist er ja sowieso in vielem. Und das passt auch ganz gut, vielleicht, es sei an dieser Stelle erwähnt, die nächste Lecture ist am 9. Februar, René Michaelsen wird hier sein und er wird einen Film von 1934 präsentieren, The Merry Widow, die lustige Witwe, also quasi ein Operettenstoff und zwei Jahre später, da geht er dann eben ins noch mehr Musikalische. Das ist dann auch wieder was nochmal sehr, sehr spannend wird, wie geht Lubitsch dann konkret mit Musik um, das lohnt sich sehr, den dann eben auch anzuschauen und dann machen wir als Begleitprogramm, was passiert in Berlin zu dem Zeitpunkt, also die frühen Berliner Lust Spiele, dann von die drei von der Tankstelle bis hin zu den unbekannteren Sachen wie das Kabinett des Dr. Larifari, was dann eine Persiflage auf die frühen expressionistischen Stummfilme ist oder eben auch weitere Filme aus der Zeit. Lohnt sich sehr, da mal sich ein bisschen zu vertiefen, wenn man gerade das spannend findet, diesen Übergang aus diesen beiden Zeiten. Wenn es sonst keine Fragen gibt, sagen wir an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank fürs Einspringen und den wunderbaren Abend. Rembert Hüser, danke. Dankeschön. Danke fürs Kommen. Und Ihnen danke fürs Kommen. Bis bald. Tschüss.